Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Neufahrt Payrolls Live Trading mit Dirk. Und ich freue mich wie immer, dass er natürlich für uns die Zeit und Lust gefunden hat, hier die Veranstaltung mit uns zu machen. Für euch selbstverständlich und natürlich, dass Sie hier entsprechend live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen zunächst auf den Risikohinweis, denn auch das wie immer gilt und ist zu beachten. Das Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ganz wichtig, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was heute hier entsprechend präsentiert wird. Dann schalten wir jetzt einmal kurz rüber, holen noch die Jungs und Mädels auf YouTube noch ab. Und ja, dann sollte ich natürlich auch den Bildschirm übertragen. Als hätte ich das noch nie gemacht. So. Dirk, du bist dran. So, stumm ist er. Wie hast du gerade, oh, geht schon wieder gut los. Wie hast du gerade gesagt, irgendwie, dass er die Lust gefunden hat? Da wollte ich kurz irgendwie einhaken. Da habe ich gedacht, nein, ich muss ja. Du hast gesagt, ich muss, sonst kündigst du mir die Freundschaft und unsere Zusammenarbeit. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier mache. Ja, okay, natürlich nicht ganz. Das ist natürlich Quatsch. So, aber ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen in die Runde hier bei YouTube, bei GoToWebinar und bei Twitch sind wir wohl irgendwie auch live, glaube ich zumindest mal. Hat mir der Andreas auf jeden Fall gestern gesteckt. Und also dann in die ganz große Runde dann hier ein Hallo von meiner Seite und herzlichen Dank fürs Dabeisein. So, Nelson, du darfst natürlich auch noch was sagen, weil FX Flat ist ja Präsentator, Veranstalter von dieser Reihe. Also, bitteschön. Ja, so, dann sage ich auch mal guten Tag, YouTube. Ich freue mich natürlich auch, dass wieder so gut besucht ist. Ist ja auch NFP, ist ja schon, ach, kann man ja gar nicht mehr wegdenken. Und ja, ich bin gespannt, was heute passiert, wie immer, besonders nach einem Feiertag. Und alles andere machen wir dann gleich. Es sind ja noch 13 Minuten und Dirk will bestimmt noch das eine oder andere besprechen. Ja, mal gucken. So, du musst mir heute ein bisschen helfen, weil ich habe gerade vorhin dem Nelson auch schon gesagt, so irgendwie die Allergie heute. Ich bin habe den Morgen gestartet mit mindestens irgendwie 5 Niesattacken in Folge. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Und musste vorhin auch irgendwie mal kurz hier noch ins Bad verschwinden und irgendwie gucken, dass ich jetzt irgendwie hier gleich lufttechnisch durchkomme. Deswegen darf der Nelson ruhig gerne auch ein bisschen was hier dazu beitragen. Ich gucke schon mal hier über die Kommentare drüber. Also gilt natürlich wie immer, schreibt was in die Kommentare, wenn euch was einfällt. Und der erste Kommentar, wer ist der junge, gut aussehende Typ auf der NYSE? Naja, AI macht es möglich, ne, sage ich da halt nur. Und da sieht man auch schon mal irgendwie ein bisschen anders aus. Ich finde das trotzdem irgendwie alles ganz witzig. So, man muss halt nicht dann irgendwie ständig irgendwie irgendwelche Fotos machen, um dann halt lustige Thumbnails hinzukriegen. Und das Geld zählen am Anfang, ja, das ist einfach nur, hey, das sind Payrolls, Zahltag, ne? Nicht für uns, oder was heißt, ne, das weiß ich ja natürlich nicht, oder beziehungsweise das ist ja natürlich der Ansatz, dass auch für uns hier Zahltag ist, aber im Wesentlichen geht es ja natürlich einfach nur um die Arbeitsmarktdaten, ne, in Form von Gehältern eben im Non-Farm-Bereich. So, und deswegen fand ich das ganz passend. Aber es ist auch lustig, wenn man das anders interpretieren kann. So, der Nelson wird uns dann nachher um 14:30 Uhr mit den Zahlen versorgen. Ne, Nelson? Ja, wenn du das sagst. Ja, und eine fundamentale Einschätzung dazu geben. Und weil klar, Ausgerechnet heute, ja, wo ich hier so ja, Hustattacken habe, soll ich hier den genau. Entertainer spielen. Perfekt. Ja, genau. Wir zwei, wir es ist quasi, machen wir so ein bisschen Competition. Also wer hat irgendwie die heftigste Attacke? Und mal gucken, wer am Ende gewinnt. Alright, so, da gehen wir mal rüber auf das Bild. Gucken uns mal den Markt an. Also gestern war ja erstmal Feiertag, der 4. Juli und Independence Day und entsprechend dann nicht viel passiert, bisschen Future irgendwie, ne? Und der Future ist gestern auch nochmal hier irgendwie raufgelaufen und nochmal hier oben an die rote 479, die bei mir hier im Chart drin ist, nochmal irgendwie abgeprallt. Und das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie 1, 2, 3, 4 Abpraller, oder? Sehe ich das richtig? Hier oben jetzt mittlerweile im Bild einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass jetzt gleich zum fünften Mal auch nochmal raufgeht,
Allein schon das wäre irgendwie so ein Indiz oder ein Anhaltspunkt dafür, warum der Markt eigentlich zuerst mal irgendwie auf der Unterseite gucken könnte, ob da denn nicht irgendwas zu reißen ist. Sieht man, ja, Bild ist okay, ne? Ich habe hier nur gerade irgend sowas eingeblendet. So, das heißt, ne, Alles ich gehe gut. mal davon aus, dass wir diese Bewegung hier, die eigentlich noch fehlt, warum fehlt die? Einfach aus einem völlig simplen Grund. Wir haben halt hier die ganze Zeit Point of Controls, also da, wo der Markt einfach das meiste Volumen gebildet hat. Einmal hier ist jetzt nur gerade überdeckt hier durch das Tool. Da war er halt irgendwie von vor wie viel, 6 Tagen. Dann hier nochmal in dem Bereich, nochmal in dem Bereich, nochmal in dem Bereich. Dann hier ein kurzer Ausflug. Den Tag erzählen wir nicht. Das war ja nur, wie gesagt, Independence Day. Da ist ja nicht viel passiert. Das heißt, allein schon deswegen müsst ihr hier unten nochmal hinlaufen, weil dort einfach die ganze Zeit das meiste Volumen gewesen ist. Da brauchen wir nur irgendwie die ganzen Tage zu addieren und dann ergibt es ja eigentlich dann halt irgendwie schon am meisten Sinn erstmal. So, und ist die Frage halt wie immer, ne, machen wir direkt eine Position auf? Ich würde mal sagen, nein, weil die Strecke jetzt hier auch nicht so wahnsinnig groß ist, ne? Und je nachdem, wie viel oder wie heftig die News da reinkommen sollten, ist natürlich dann auch mit Slippage zu rechnen. Also eigentlich ist das Ding hier, wo ich schon auch sage, ja gut, das sind gerade mal 100 Punkte. Wenn der sich jetzt irgendwie nach unten irgendwie aufmacht, reichen dann 100 Punkte, um dann von hier direkt nochmal zurückzulaufen. Ich weiß es nicht, ne? Ist so ein bisschen tricky. Also das Ding ist ja eben auch, die meinen Livestream verfolgen, die wissen das ja oder kennen ja da eben auch meine generelle Einschätzung oder beziehungsweise meine Sicht auf den Markt, was nämlich den Weekly angeht. Ne? Ich meine, wir haben jetzt heute halt auch nochmal Freitag. Und im Weekly entscheidend ist für mich ganz klar immer noch die 296 beziehungsweise einfach die 300, 39.300, weil der Markt hier einfach ein sauberes Shortsignal gebildet hat und der da halt immer wieder hinläuft. Ne? Und das hatte ich aber auch vorher auch schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht aus der Welt. Also auch als wir hier unten waren, habe ich halt, da hatte ich mal ganz kurz Zweifel gesagt, was ist mit der 39.300? Ne? Und eventuell muss ich mich von dem Gedanken verabschieden, aber nö, das kam dann halt einfach wieder. Ne? Es hat dann irgendwie 3, 4 Wochen gedauert, aber kam durchaus dann wieder. Und jetzt gucken wir uns die schon wieder von unten an. Bisschen schwierig finde ich aber halt das Framing, weil das Framing hat hier einmal kurz umgedreht, irgendwie nach Norden. Gut, heißt aber im Zweifelsfalle muss das jetzt nichts heißen. Ne? Also das heißt, das Short-Signal ist so lange aktiv, wie wir eben im Weekly nicht über der 300 schließen. Das heißt, er könnte sich heute hier schon noch mal ein bisschen aufhalten oder er bestätigt es jetzt und verabschiedet sich davon. Das könnte natürlich sein. Ne? Also das heißt, von dem, was wir jetzt hier erstmal haben, eigentlich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen undurchsichtig, man erkennt ja eigentlich, worum es geht. Das halt schon. Und aber ob er das jetzt halt irgendwie direkt jetzt hier mit den NFPs dann halt da liegen lässt und die ganze Reise nach unten antritt, das weiß ich halt nicht. Ne? Das ist halt klar. Kann ich nicht wissen. Aber so relativ wahrscheinlich finde ich dann eben schon die 39.160 beziehungsweise 180, um da halt relativ schnell mal hinzulaufen. Jetzt muss man halt nur gucken, ob und wie man da halt reinkommt. Weil wie immer ist es ja so, ne? Auch ich habe keine Glaskugel. Hat man beim letzten Mal gesehen, ne? Und da, wo ich dann auch mich im Nachhinein über mich selber echt so ziemlich geärgert habe, weil ich das war einfach nicht gut, was ich da gehandelt habe. Und ich weiß, ich habe es so ein bisschen verdrängt mittlerweile, aber das waren ja dann halt irgendwie, ich habe dann nachher irgendwie so, ne, aus blanker, wie soll ich das sagen, ja, Nervosität ist der falsche Ausdruck, aber weil die erste Entscheidung falsch war, wollte ich die zweite nicht auch noch falsch machen und da war ich viel zu zögerlich und zum Schluss war genau das dann halt wiederum falsch. Ne? Naja, shit happens, ne? Das ist eben halt so. Das gehört dazu, zum Trading. Und aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich hier zurückhaltend bin. Eigentlich wäre ich schon ein Freund davon, hier direkt Short aufzumachen. Aber halt die Strecke ist halt recht kurz, ne? Und die Slippage kann ich nicht gut einschätzen. Das ist halt klar. Wie auch, ne? Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ob ich jetzt CFDs oder Futures handle. Das kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. Also was jetzt die Slippage angeht. Und im Future muss ich auch damit rechnen, ne, dass wenn ich irgendwo eine Stop-Order in den Markt setze, dass ich nicht der Erste bin, der da gefällt wird mit seiner Stop-Order, sondern dass da einfach genug andere eben noch vor mir sind. Ne. Von daher, weil ich habe das, glaube ich, war das dort? Nee, das war ein anderes Ding, auch irgendwie im Future gehandelt, parallel eben noch auf dem anderen Konto. Und das sah halt auch genauso verheerend aus. Ne. Und von daher ist das halt immer so ein bisschen. Oder wie soll ich sagen, das kann man nicht irgendwie pauschal irgendwie sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Das hat damit rein gar nichts zu tun. Aber die Strecke ist mir zu kurz, weil im schlimmsten Fall sind es eben, wenn man jetzt von dem H1 ausgeht und wenn man sich irgendwie jetzt drauf versteift und sagt, naja, der Markt
dippt erstmal runter. Und dann sind es aber halt eben hier im Zweifelsfalle 100 Punkte. Und wenn, also ne, von der 280 bis 160, 180 sind 100 Punkte. Und wenn ich da unten gefüllt werde und nicht schnell genug bin, der Markt dann wieder dreht, dann stehe ich natürlich blöd da. Ne? Das ist natürlich genau das Ding. Ja, hier schreibt Michael auch, letztens war die Slippage circa 120 Punkte. Ja, das kommt einfach vor. Ne? Wenn das Buch einfach super dünn ist, wenn da gar nichts irgendwie auf der Strecke liegt, und dann kriegt man natürlich keinen Fill. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das ist ganz klar. Und klar, es kommt natürlich auch noch das Risiko dazu, dass wir eben nicht runterfallen, sondern dass der Markt jetzt wieder erwarten raufläuft. Also wie gesagt, ergibt für mich eigentlich keinen Sinn, weil da oben irgendwie viermal angedotzt und jetzt irgendwie zum fünften Mal dahin, und dann mit der Hoffnung, ja, dass wir da oben durchlaufen. Ich weiß es nicht, ne? Weil, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da oben dann halt auch wieder Limits liegen und die dann eben dann doch dagegen halten, ne? Also auch wenn News sind, aber die sind halt zumindest mal 140 Punkte eben nach oben weg. Ne? Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann so ohne weiteres gelingt. Ne? Und ja, Tim Webermann schreibt hoch oder runter, ja, das ist die gute Frage. Ne? Also ich habe es ja vorhin ganz am Anfang schon erklärt. Ne? Eigentlich müsste er erstmal runter dippen, weil hier unten die ganze Zeit das Volumen gewesen ist. Und der Markt läuft in der Regel dahin, wo Volumen war. Und von daher müsste das eigentlich erstmal nochmal kommen, weil das sich da ja irgendwie auch am längsten aufgehalten hat. Ne? Das ist jetzt mal so meine Vermutung, ne? Meine bescheidene Vermutung muss ich da auch dazu sagen, weil aber es ist einfach alles irgendwie zu eng. Ne? Und genau, Trader-Puls, genau, so heißt es. Ich habe vorhin überlegt, ja, sorry, ganz kurzer Einwand, ne? Weil wir auf Twitch auch dabei sind. Der Kanal heißt ja jetzt anders, und das ist jetzt, beziehungsweise der Twitch-Kanal. Früher vom Andreas heißt jetzt Trader Puls, ne? Und okay, also auch von meiner Seite hallo nach Twitch dann eben zu Trader Puls. Freut mich, dass wir da jetzt auch live dabei sind. Also hier echt jetzt dann auf drei Kanälen schon mal, ne? Das ist natürlich echt cool. Also das ist halt eben jetzt erstmal die Einschätzung. Die Frage ist natürlich, geht man da unten irgendwie direkt long dagegen, wenn er das machen sollte? Könnte man sich überlegen, ob man hier unten auf das unterste Level, ne, also eigentlich dann hier sogar ein Stück tiefer, geht, ob man dort irgendwie eine Long Order hinlegt auf die 047 oder unter die 100, weil die dürfte eigentlich nicht sofort irgendwie eliminiert werden. Ne, und umgekehrt hier oben bei der 479, Quatsch, 429 Short. Ne. Das wäre so ein Ansatz, den könnte man, glaube ich, schon mal irgendwie eher versuchen. Oder man wartet eben, bis der Markt sich so ein bisschen einpendelt, bis er so ein bisschen was zeigt und geht dann rein. Also würden wir jetzt hier oben stehen, jetzt irgendwie schon zum fünften Mal, dann hätte ich keine Schmerzen. Dann würde ich sagen, gut, dann setze ich da drunter einfach eine Short Stop. Und wenn ich 60, 70 Punkte tiefer gefüllt werde, ist mir dann auch egal, ja. Und weil das der dann hier nochmal hält, also wenn er von oben käme, das glaube ich irgendwie eher weniger, ne? Und da würde ich schon denken, okay, von hier oben, das schafft er dann bis da runter, wenn er dann unten reagiert, ne? Nur hier, wir stehen einfach genau in der Mitte von von dem, was wir jetzt hier einfach recht deutlich als Range haben. Ne? Das ist einfach mittendrin. Und das ist natürlich immer so das übelste aller Szenarien, das man irgendwie haben kann, um sich da halt bei News irgendwo in den Markt einzufinden, beziehungsweise einzukaufen. Ne? Das ist halt einfach so das Ding. Und ich mache das hier auch mal, ich gehe mal hier kurz auf den, was heißt kurz? Da bleiben wir jetzt ja auch hier im Handelschart, da auch mal auf ein paar Timeframes das ganze Ding mal. Ja, hier verteilen, so dass man auch gleich noch ein bisschen was sieht, dass mir nicht hier irgendwie alles direkt aus dem Bild läuft. Und dass wir da so ein bisschen Überblick eben auch noch haben, wobei das wahrscheinlich hier natürlich auch nicht reicht, ne? Aber wir gucken gleich mal. Also, das heißt, 074 wäre eben hier unten, ist nee, ein bisschen tiefer. Also in dem Bereich dann halt irgendwo, ne? Oh, jetzt habe ich hier die falsche Einstellung an, wir müssen natürlich dann mit einer MIT dagegen gehen. Aber ich mache mal hier kurz den Trommelwirbel. So, da sind wir wieder. Also ich habe das hier gerade mal umgestellt auf MIT Order. Das heißt also im Bereich da unter der 100, falls er das wirklich machen sollte, dann könnte man das mal versuchen, vielleicht auch nicht gleich irgendwie hier volle Pulle, sondern mal mit ein bisschen Zurückhaltung hier mal dagegen zu gehen und auch mit einem größeren Stop. Und umgekehrt oben war es ja die 429, ne? So, also geht schon los.
Ja, erste Reaktion bis jetzt, ne, ist es ja halt ziemliches Gewackel. Okay, das ist relativ schwach, finde ich, ne? Also vom ersten Impuls sind wir da von den NFPs ja mittlerweile doch was anderes gewohnt, ne? Also 429, da kann man ja ganz gemütlich sogar noch hingehen. Okay, ich setze sie mal da oben hin. Mal gucken, ob wir da dranlaufen oder nicht. Aber relativ, ne? Da haben wir das, war das letzte Mal irgendwie schon eine andere Nummer, ne? So, also hier nur leichter Impuls nach oben. Mal gucken, dockt jetzt hier nur an den Tages, noch nicht mal am Tag, doch, ne, das sind die Tageshoch, wo er hier jetzt irgendwie mal kurz anklopft. Mehr erstmal nicht. Also keins von den Levels, die ich da jetzt erstmal gerade beschrieben habe. Ich gehe auch mal hier auf den Minutenchart, damit man ein bisschen mehr sieht. Beziehungsweise ein bisschen weniger halt vom Gesamtbild, aber dann eben doch. Ja, der Nasdaq, ne, kommt hier schon wieder ein Einwand. Ich muss mir das irgendwie mal überlegen mit dem Kollegen. Also das hier ist natürlich jetzt irgendwie lame, ne? Das ist super lame. Gerade mal irgendwie 70 Punkte da mit dem Impuls irgendwie da nach oben. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Ne? Mal gucken, ob da jetzt gleich noch ein bisschen was hinterherkommt. In irgendeiner Form. Aber versucht da oben drüber raus zu gehen. Hängt jetzt auch hier nur, sieht man ja auch einfach nur am Point of Control, dann erstmal fest. Und aber da würde ich halt irgendwie, glaube ich, dann auch relativ schnell irgendwo da oben dagegen gehen, falls er das irgendwie versuchen sollte. Oder man wartet eben, wie es geplant ist, die. Was? 1000 Punkte beim Start? Nein, NFPs hatten noch keine. Also NFPs nicht. Die CPIs, die hatten mal irgendwie 1000 Punkte gemacht. Aber NFPs kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass die mal so krass gelaufen sind. Aber schon so, ne, zumindest mal 100 Punkte, 150 Punkte im ersten Impuls und dann halt irgendwie 200, 250 dann hinterhergedrückt. Ne? Das also schon, das wäre eigentlich schon so ein typisches NFP-Level, ne, wo er halt irgendwie eigentlich reagiert. So, neue ATHs in Nasdaq und S&P. Ja, Nasdaq, ne, der läuft halt, also gut, machen wir ein andermal, ne? Vielleicht ist das ja durchaus interessant, um das mal halt irgendwie in Zukunft auch so ein bisschen aufzugreifen. So, ich gehe mal hier kurz rüber, weil da drüben gibt es jetzt erstmal nicht viel zu tun. Man sieht jetzt hier nur im H1 relativ deutlich, ne? Wir haben Short Framing, er geht hier irgendwie über die Extension und reagiert da einfach nur erstmal ganz konform zu dem, was wir eigentlich reagieren soll, auch bei so einem Bereich. Aber irgendwie mehr halt noch nicht. Aber hat Gold irgendwas gemacht? Ja, Ja, Gold wir sehen spricht. Dollar Schwäche, Ja. Euro, US-Dollar steigt, Dollar steigt. Was sagt der Bitcoin, spielt ja auch in irgendeiner Form hier mit? Ja, nicht so wirklich, ne? Nee. Der spielt nicht mit. Okay. Aber warum sollte er auch, ne? Der ist ja momentan irgendwie aus allem, was Korrelation irgendwie ist, scheint er irgendwie so ein bisschen raus zu sein. Ja, hier stehen wir einfach nur SMA 20 von unten, ne? Okay. Also das ist halt, ich sag mal, für meine Begriffe, so, das war jetzt so ein bisschen zu einfach, ne, gedacht. Also ich hätte mich da nicht irgendwie getraut, jetzt hier einfach am Tageshoch da erstmal irgendwie short dagegen zu halten. Das ist so ein bisschen knapp, ne? Weil eigentlich die News machen ja immer die Levels halt irgendwo voll, ne? Das, was halt irgendwie sonst nicht oder was man sonst nicht hinbekommen hat, das macht man dann eben mit den News. Und er hat irgendwie gerade gar nichts voll gemacht, ne? Sondern hier irgendwie nur so ein bisschen Anlauf genommen. Aber wie sind denn die Zahlen ausgefallen, Nelson? Kannst du es ja bestimmt ein bisschen was dazu erzählen? Ja, wir hatten eine Erwartung von 190.000. Wir haben 206 haben wir reinbekommen innerhalb der Range. Wir hatten eine sehr hohe Range diesmal von 140 bis 220. Die Lohninflation war auch wie erwartet reingekommen. Tatsächlich, was jetzt auch hier ein bisschen auch, ich sag mal, auf Twitter beziehungsweise auf X auch diskutiert wird, ist, dass die Arbeitslosenquote höher reinkam als erwartet mit 4,1 anstatt 4,0. Beziehungsweise ungerundet tatsächlich 4,05 und ein paar zerquetschte. Ja, aber ich sag mal, heute haben wir tatsächlich so weniger spektakulär wie die letzten Male.
Ja, okay. Ja, es klingt halt alles recht überschaubar, ne? Von der Abweichung her, von dem, was ja eigentlich erwartet wurde, weil das ist ja immer eigentlich das, was den Ausschlag macht, ne? Also was heißt, Ja. ja, wo die Ausschläge dann schon ein bisschen stärker sind, ne? Wenn die Abweichung zu hoch ist von dem, was eigentlich erwartet wurde. Aber ja, greifen wir den jetzt hier irgendwo? Ich weiß es nicht, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seid ihr positioniert? Könnt ihr auch mal irgendwie reinschreiben, weil hier ist irgendwie, ne, ich bin gerade intuitiv von rechts nach links gewandert, ne, das zeigt eigentlich so, ne, ich habe gerade gar nicht drüber nachgedacht, ne, aber irgendwie ist es manchmal ganz lustig, sich selber zu beobachten, ne, weil ich hatte vorher irgendwie gedacht, könnte irgendwie versuchen, hier short dagegen zu gehen, wenn hier keine neuen Hochs mehr kommen. Und dann aber habe ich gesehen, ja, hier unten wird gekauft und dann ist die Hand irgendwie intuitiv von rechts nach links gewandert auf den Kaufbutton, ne. Also das zeigt irgendwie halt auch so, ich bin genauso entschlossen wie der Markt gerade, ne. Und von daher, ja, ne, also das ist für meine Begriffe viel zu schwach. Also was mir natürlich gar nicht gefällt, also jetzt um hier long zu gehen, ne, das ist, dass wir eben hier gegen den fallenden S&P 20 da jetzt halt irgendwie gerade laufen. Das wäre eigentlich so ein Klassiker, ne, hier oben irgendwie dran und danach komplett runterkippen. So, aber dagegen spricht jetzt hier der erste Impuls, der nach oben gerichtet ist, der sich hier auch oben in der Range jetzt erstmal festhält. Was man ja auch sieht, hier im M5 dreht das Framing nach oben, M15 ist weit über die Extension vom Short Framing gelaufen und es könnte auch eben dazu führen, dass wir jetzt erstmal versuchen, so, ich habe gerade Mittag gegessen, trotzdem erstmal versuchen, hier den M15 nach oben zu drehen und dann doch erst nochmal irgendwie nach oben laufen. Das aber gibt wiederum keinen Sinn mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also das ist halt hier echt also im Bild mega widersprüchlich, das ganze Ding. Ne? Ganz simpel könnte man sagen, gut, ich gehe hier dagegen und setze den Stop hier einfach da. Ne? Also hier an die Highs, also hier Stop-Loss an die Highs und halte hier unten einfach dagegen. Aber ey, wir sind hier in der 10-Punkte-Range irgendwie im M1. Ne? Oder wie viele Punkte sind das hier? Ja, gut, bisschen mehr, 20 Punkte. Ne? Das ist halt irgendwie huhuhu. Und auch hier direkt einfach nur Point of Control. Das Buch ist komplett aufgeräumt. Und ja, ne? Lion Online meint auch, die großen Jungs fehlen. Die sind irgendwie alle im Independence Day irgendwie hängen geblieben oder liegen noch unterm Tisch. Ich weiß es nicht. Ne? Also es sieht ja wirklich fast so aus, als hätte da irgendwie keiner einen großen Plan irgendwie gemacht. Und der Markt wäre aus Gewohnheit irgendwo hingelaufen. Hier mit irgendwelchen kleineren Playern. Ne? Das ist irgendwie, weil was soll, damit kann ich nichts anfangen, ne? So, weil wir sind hier immer noch gerade mal irgendwie 30 Punkte über den Startpunkt da irgendwie drüber. Also damit immer noch im Mittelfeld von der Range. Das ist irgendwie, ja, Short All In Hebel 2000. Ja, das ist natürlich eine Maßnahme, Diagonal Trader. Also kannst du gerne so machen. Aber, und dann für 5 Punkte, ne? Weil länger hältst du 2000 auch nicht aus. Also nach 10 Punkten ist wahrscheinlich das Konto tot. 10 Punkten mit Minus. Da gehst du besser nach 5 in Take Profit, nach plus 5. Ja, auf GoToWebinar waren einige Long tatsächlich, insbesondere auch hier DAX. Okay. Und Martin natürlich. Ja, Martin ja immer. Das ist ja. Das kennt man ja. So, ich gucke mir jetzt mal, ob wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen Tendenz hinkriegen. Also wir haben jetzt irgendwie ein paar Minuten mehr da oben angeklopft, als wir da unten supportet haben. Ne? Also sieht hier oben, das ist relativ stable und hier unten die Levels, die versucht er jetzt scheinbar zu löchern. Aber ob er dann irgendwie am Stück durchfällt, steht ja auch nochmal auf dem anderen Blatt. Und wir stehen auch hier immer noch gerade am Point of Control. Ne? So, das heißt, solange der nicht durch ist, macht das, glaube ich, irgendwie relativ wenig Sinn. Ne? Und ob dann hier mehr als 10 Punkte rauskommen, steht auch auf dem anderen Blatt. Also ich sehe halt hier einfach so im M1 gar kein Setup. Ne? Also wir sind hier im, sieht man ja auch Framing Long M1 einfach nur. Ne? M2 brauche ich gar nicht auszupacken. Dafür ist der Markt gar nicht schnell genug. Beziehungsweise dafür reicht es halt hier überhaupt nicht. Ne? Also wenn du dir die Gold M30 Kerze dir mal anschaust, dann ich glaube, das sagt alles, wie gerade der Markt zu beobachten ist. Gold M30. Mal gucken, M30, wer handelt denn ja auch, alles klar, okay. Ja, aber hier sieht, ne, gut, ist ja auch gerade beantwortet, glaube ich. Ne? Siehst du auch
im H1. Kann aber Im sein, dass H1 die. auch, ja. Ja. Gut, ne? Alle Fragen beantwortet. Also irgendwie weiß da keiner so irgendwie, was das werden soll, ne? Ja, das ist natürlich sehr schade, ne? Weil es ist ja eigentlich ein Live-Trading-Stream. Aber natürlich, wenn der Markt sowas macht, ne? Dann müssen wir hier sitzen und uns in Geduld üben. Da hätte man natürlich auch ganz gechillt irgendwie eine Stop-Order irgendwie drunter setzen können irgendwo, ne? Wobei hier, ne, ja gut, wenn man das anguckt, ne, irgendwie so kurz unter das Tagestief und dann irgendwie nochmal rauf, ne? Ja. Gold hat alle Stops nach unten oben gezogen. Ja, ne? Das Gold ist momentan, also ich hatte ja da auch irgendwie den Short offen und der ging ja dann irgendwie auch nur mit kleinem Profit raus, wo man ja auch gesehen hat, ey, da, wenn der jetzt nochmal irgendwie da hinläuft, macht das gar keinen Sinn mehr. Und kann sich aber auch nicht so wirklich entschließen, nach oben rauszulaufen. Ne? Ich meine, gut, die Tendenz ist jetzt wieder da, aber ob das dann halt wirklich funktioniert, steht dann auch nochmal auf dem anderen Blatt. Ne? Das ist halt schon klar. Ja, also. Ziemlich trauriges Unterfangen. Ne? Hier irgendwie die Range jetzt. Mehr ist es nicht, ne? Mehr ist es nicht. Mal gucken, wie viele Punkte das sind. Gott, da fehlt die Beschriftung, ist zu klein. Okay. Aber im Wesentlichen eben von der 350 bis 310, also irgendwie 40 Punkte hin und her. Und ja, Chart-Meditation, ne? Sowas in die Richtung könnte das hier werden. Der Martin Ja. schreibt hier bei uns im Chat Euwag-Sentiment bei null. Yes. Nicht mal die sind dabei. Ja, das ist echt krank, ey. Ja, sorry. Was soll ich sagen, ne? Das ist, wie es ist. Jetzt kann man hier irgendwie mit Gewalt könnte man versuchen, da so ein paar Punkte irgendwie rauszuschneiden, aber ich will ich nicht, ne? Ehrlich nicht. Also, wo wir hier jetzt gerade irgendwie auch nochmal aufgesetzt haben, auch irgendwie zweimal, ist halt hier auf dem VWAP da unten. Ne? Aber das ist allein schon die Tatsache, dass hier ein EMA 200 ist und der immer grundsätzlich irgendwie den Markt einfach nur aufhält und sich da immer irgendwie festfrisst, dann für keine Ahnung wie lange. Das ist irgendwie alles nichts. Gucken wir mal, sehen wir hier irgendwas? Ja. Sieht so ein bisschen aufgeräumter aus, ne? Aber hier, ne? Einfach SMA 20 von unten, von oben nach unten. Da komme ich nicht klar drauf, da long zu gehen, weil dafür ist das für mich einfach immer so der wichtigste, der einzige Indikator ja überhaupt, ne? Den ich ja halt irgendwo immer in meinem Blick auf den Markt dabei habe. Und der ist für mich halt short, ne? Und das Einzige, was für mich nicht short ist, ist, dass wir hier uns irgendwie in der Range irgendwie festfressen. Das ist aber auch wirklich schon das Einzige. Und alles andere, ja klar, ne, hier Tendenz M5 irgendwie mal kurz, aber. Ja, ich fürchte, ich glaube, wir hatten das bisher einmal, wo es bei den NFPs nichts zu handeln gab. Ich fürchte, heute wird das genau so eine Nummer. Weil das macht keinen Sinn. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, jetzt hier unbedingt irgendwas handeln zu wollen. Oder also, wie seht ihr das? Ist man mir da böse und sagt, der Hilger hat nicht auf den Knopf gedrückt. Also da kamen ja schon ein paar Feedbacks und geht es in die gleiche Richtung. Der Steff schreibt auch, Gewalt ist keine Lösung. ja, vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Forecast. Heute Abend hast du ja keinen Stream. Ja, aber eigentlich habe ich den ja gerade schon gemacht, ne? Also hier, also ich lasse jetzt mal die Order da oben liegen, ne, bei der 429, falls wir da halt irgendwie noch hinkommen. Nicht 390 oben bei der 429, aber glaube ich auch nicht so wirklich, dass das gelingt. Und von daher gucken wir uns einfach mal hier nochmal ganz kurz den Markt an. Also Gold, ne, scheint sich hier irgendwie da oben doch eher wegzudrücken, aber Gold, ne, auch wesentlich eher denkbar ist hier über die Hochs drüber, auch hier SMA 20 H1, wobei ich bei Gold immer sage, der H1 ist eigentlich verdammt klein, ne? Das ist sowas wie der M1 im Dow, so sehe ich da immer den H1 eher bei Gold.
Also natürlich nicht von den vom dem Umfang der Bewegungen oder von der ATR her, nee, aber vielmehr von der Aussagekraft. Finde ich das manchmal ziemlich schwierig, ne? Aber generell klar, ich meine, Gold ist halt einfach insgesamt long, ne? Und ich mir dann den Weekly angucke, ja, der hat halt einfach auch schon wieder Lust, ne, irgendwie nach oben das Ding zu beenden. Daily ebenfalls. Hier S&P 20 von unten. Und Weekly ist ja sowieso noch kilometerweit weg, ne? Also da waren wir noch nicht mal dran. Von daher, Gold long, ja, ne? Das ist natürlich dann auch okay. NYC Dirk schreibt, Wiederholungen im Öffentlich-Rechtlichen sind spannender, also hat wenigstens auch niemand was verloren. Ja, ne, aber gut, klar, darum geht es. Es geht ja nicht darum, nichts zu verlieren, weil dann brauchen wir irgendwie gar nichts zu traden. Dann verliert man auch nichts. Es geht ja darum, Gelegenheiten zu nutzen. Und wenn jetzt selbst solche News wie die NFPs uns keine Gelegenheit bieten, was willst du da machen, ne? Das ist halt einfach, da kannst du halt nicht viel dran machen. Ich sehe halt einfach, ne, hier das gesamte Bild jetzt nochmal hier in, mal kurz, bisschen sortierter, bisschen größer vom Überblick her. Wir stehen einfach jetzt hier rein vom Bild her, ne? Sonst brauche ich jetzt hier erstmal gar nichts anzunehmen. Wobei Thomas schreibt hier gerade ganz interessant, Dow Long, ja, da US-Bond-Renditen fallen um 6 Basispunkte, unterstützt die Bewegung nach oben. Ja, da, okay, ne, das sag, bei solchen Aussagen sage ich dann immer ja, ne, kein Thema, aber die stützen auch noch, wenn der Dow mal kurz einen Dip veranstaltet, ne, was eigentlich zum Bild besser passen würde. Dann kann das immer noch stützen. Das heißt, das kann die Kasseöffnung nachher immer noch erledigen. Ne? Und von daher, ja, würde ich da jetzt nicht unbedingt irgendwie im super kleinen Timeframe da rangehen. Was ich halt sehe, ist einfach hier mein Bild. Wir haben Framing Short. Wir laufen hier oben an die Extension dran. Wir haben fallen erstmal 20. Das sind für mich 3 Gründe, zumindest mal nicht long zu gehen, ne? Sondern erstmal jetzt irgendwie hier abzuwarten, lieber nichts zu tun. Und wenn, dann ist long wahrscheinlich irgendwo da oben Feierabend, weil da sind wir jetzt 4-mal dran gedotzt und nicht drüber gekommen. Da oben ist jedes Mal die Liquidität ausgegangen. Und wir haben hier jetzt irgendwie gerade keine, ne? Also keine Liquidität. Wenn der jetzt raufläuft, wo soll die jetzt plötzlich herkommen, ne? Das ist so, denn das hält mich davon ab. Deswegen vom Bild her, der Markt darf von mir aus, kann der doch irgendwie heute natürlich irgendwie long, wenn er, also long nach oben weglaufen, wenn er das denn, oder wenn die Marktteilnehmer das unbedingt haben wollen. Ich bin ja nicht, ich sage ja nicht irgendwie, es kann nicht funktionieren, ist ja Quatsch. Ich sage aber halt nur, dann aber mit Liquidität. Und die ist hier einfach gerade nicht. Ne? Das hier ist gestern. Nur Future. Gut, haben wir jetzt auch. Ne? Und da halt eben auch, das war einfach zum Marktschluss dann halt irgendwann, ne? Wo es dann da oben gewesen ist. Aber die ganze Zeit war die Liquidität immer hier unten bei der 160. Und deswegen wäre es die für mich immer noch die allerplausibelste Bewegung, wenn der Markt sich jetzt hier nochmal irgendwie einfängt zu dieser Stunde, ne, bis 15 Uhr und dann später mit der Kasseeröffnung da unten einmal guckt, ob da unten die Liquidität zu holen ist für die Käufer. Ne. Das wäre, es ist immer von dem, da weiche ich jetzt auch nicht ab. Ne. Also man sieht ja auch hier gerade, wenn man nochmal rüber geht, der läuft dann zwar kurz mal da irgendwo hin, so ein paar Punkte und dann geht es schon wieder nicht weiter. Ne. Erstmal, ne, okay. Und deswegen, nee, das reicht mir alles nicht. Also für Long auf gar keinen Fall. Für Long bin ich kein Fan davon. Dann immer noch eher Short. Also wenn ich hier irgendwie blind entscheiden müsste, würde ich erstmal Short gehen. Und dann halt nachher hier gucken, wenn die Kasse aufmacht in dem Bereich 102, beziehungsweise eigentlich die 074, ne, hier einfach in den Volumenklotz da unten rein, in die grüne Zone zwischen 160 und 100. Da müsste eigentlich was zu finden sein an Käufern. Und dann dort halt gucken im kleinen Timeframe, irgendwie M1 oder wo auch immer, ob man da halt irgendwie kleine Umkehrformationen oder irgendwas findet und dann halt mal versuchen, ob wir nicht dann nochmal darauf laufen, eben hier nochmal auf die, hier in diese Zone rein, ne, wo jetzt hier auch das Volumen dann halt auch so ein bisschen sich schon wieder sammelt, also in den Bereich 270. Und das ist halt dann eben, das wäre eine Strecke irgendwie von 170 Punkten, die man halt hier potenziell dann auch nochmal hätte. Darf natürlich hier natürlich nicht durchfallen, das ist klar. Wenn die Kasse irgendwie auf die Idee kommt, hier unten unter die Lows drunter zu gehen, unter die 39.000, dann kann man das natürlich vergessen. Aber es ist dann halt eben aber auch trotzdem noch ein überschaubares CRV, je nachdem, womit man damit halt hin will. Und von daher, also ich verschließe mich davor gar keiner Richtung. Ich verschließe mich nur davor, hier long zu gehen, ohne dass wir einen Rücksetzer gemacht haben, weil eben aus den ganzen genannten Gründen. Und wo die Woche dann entscheidet oder beziehungsweise schließt, habe ich ja vorhin schon gemeint,
wahrscheinlich wieder irgendwo in dem Bereich von den 300, aber es geht eben in der Woche darum, die 300 nach unten zu halten, um das Short-Signal eben auch zu bestätigen. So, und das ist eben so meine gesamte Einschätzung für das Teil hier, ne? Und wenn ich noch kurz zu Bitcoin was sagen darf, also als ich das heute Morgen gesehen habe, habe ich gedacht, na Gott sei Dank habe ich einen Großteil von meinen Positionen rausgeschmissen, ne? Weil hier irgendwie Bitcoin bei 53.800 oder wo wir da schon gewesen sind, das ist natürlich so bestätigt, zumindest das, was ich halt irgendwie da auch vorgestern Abend gesagt habe, das sieht einfach nicht gut aus, ne? Das hält nicht das Teil, ne? Also davon gehe ich nicht mehr aus. Besser gesagt, tut es jetzt auch nicht und hat soll sich jetzt erstmal hier auf der Unterseite austoben. Von mir ist auch nächste Woche noch, das sehe ich für heute, aber jetzt auch irgendwie kein Handlungsbedarf, ne? Sondern erst würde ich da mal reingucken, also unter die 53.000. Was haben wir hier genau? Das sieht man jetzt hier leider nicht gut, weil da zwei Levels überlappen. Erstmal kurz hier wegmachen. Also rund die 52.000, ne? So um den Dreh rum. Und da will ich erstmal sehen, ob wir dort halt dann auch Gegenvolumen kriegen. Dann wäre ich halt auch nochmal ein Freund von irgendwie mit dabei sein. Ne? Aber und das ist auch das, was ich auch gemeint hatte hier. Man muss hier nicht unbedingt 10.000 Punkte gegen sich laufen lassen, nach dem HODL-Prinzip. Ne? HODL ist dann irgendwie auch nichts anderes als beten, ne? Für ganz vielen Fällen. Also wie viel haben da irgendwie 4 Jahre durchgehalten? Und von daher muss ich da halt nicht unbedingt solche Bewegungen, die dann ja auch absehbar sind, dann unbedingt aushalten. Dann kann man auch sagen, gut, dann schmeißt man mal irgendwie drei Viertel raus von der Position und lässt die letzten 25% drin für die Unsicherheit, ne, dass es ja eben doch noch drehen könnte und man falsch liegen könnte. Und davon darf man sich ja selber natürlich auch nie verschließen. Aber dann guckt man sich das erstmal an und geht auch im Zweifelsfall hier blind wieder rein. Ja? Aber auch dann hat man einfach 10.000 Punkte gespart. Gold, ne, habe ich ja gerade schon gezeigt. Müssen wir nicht mal vielleicht mal ganz kurz den DAX, der ist ja schon gar nicht mehr zu sehen, da oben am Bildrand. Die drehen da irgendwie völlig durch, seit keine Ahnung wann. Und auch natürlich ziemlich abgefahrenes Teil hier von der Bewegung. Ne? Hier hatte ich ja mal so eine Flagge eingezeichnet. Bin zwar jetzt nicht so der diagonale Typ, und wobei man sagt ja irgendwie schräge Linien für schräge Typen. Von daher müsste ich eigentlich schräge Linien haben, habe ich ja mit der Regel eigentlich nicht. Das hier ist die Ausnahme. Aber auch ohne das sehen wir ja einfach nur, wir laufen hier oben in diese Widerstände da oben rein. Jetzt im Daily betrachtet, wenn man das mal im Weekly aber macht, der natürlich an einem Freitag immer wichtiger ist, da sieht man aber was ganz anderes, nämlich wesentlich einfacher, dass wir hier oben im Weekly Framing da oben an Rot einfach anstoßen. Und das ist halt ganz normal, dass er da oben eben jetzt nicht drüber läuft. Das heißt, der darf und sollte sich da auch erstmal gerne festhalten und eigentlich nicht mehr großartig weit kommen heute, ne? Weil das dann jetzt so umgedreht wird. Okay, es kann natürlich sein, ne? Weil wir hier so ein bisschen Support haben. Und hier war ja auch eben die ganze Zeit, wo ich gemeint habe, SMA 20 im Weekly steigend. Der fällt nicht ohne weiteres da unten raus. Da kann ich irgendwie nicht davon ausgehen. Für mich hätte es gereicht, wenn er sich in dem Bereich aufgehalten hätte, irgendwie so unter der 500, ne, also unter der Eröffnung von dieser Abwärtsbewegung. Wenn er da irgendwie die ganze Zeit immer wieder gescheitert wäre, hätte mir gereicht. Deswegen, ich war ja schon mit dieser Long-Bewegung und Daily nicht so einverstanden, dass wir so weit da oben rauslaufen, aber hat es jetzt halt gemacht. Ne. Und für meine Begriffe ist es auch hier ebenfalls geschuldet dem Support, der hier von unten nach oben gekrabbelt kommt. Ne, so für ganz simpler Ansatz einfach. So, und dann gucken wir nochmal auf den DAO. Wo klicke ich denn hier hin? Ich sollte auch schon auf den DAO klicken, wenn ich den DAO sehen will. So, also wir stehen da, wo wir vorhin auch schon standen. Also wir stehen, wir klemmen hier jetzt original, ne, fest. Immer noch in dieser Range. So, immer noch. Von daher sage ich, danke, lieber Markt, dass du uns hier irgendwie so hängen lässt, ja, und wir hier überhaupt nichts handeln können. Aber man sieht ja auch trotzdem, okay, das war die richtige Entscheidung. Jetzt erstmal gar nichts zu machen, weil dafür ist einfach ist alles viel zu dünn hier. Und da wird es nachher wohl irgendwie die Kasse in irgendeiner Form halt richten müssen. Und die Lana, das ist mies. Und da wird es nachher die Kasse dann halt richten müssen. Aber hier, das ist komplett sinnlos. Ne? Das ist wirklich sinnlos. Hier jetzt auch teilweise, der schläft ja jetzt hier fast auch schon langsam ein. Ne? Wir haben hier irgendwie mal so Minuten mal gucken, das hier ist schon 2 Minuten ab Minuten. Guckt euch das mal an. Wir haben hier eine Range von irgendwie von, oder ne, 2 Punkten.
Gott. No, das machen wir nicht. Also ich bin ja irgendwie zu allen möglichen Schandtaten immer gerne bereit, aber das dann irgendwie für meine Begriffe dann doch too much ist nicht zu ändern. No? Und weiß nicht, also ich habe auch irgendwie im Titel schon geschrieben bei YouTube, da steht gar nicht live, doch, da steht Live-Trading, aber hier unten in dem, da in dem Teil, da steht nur live. Vielleicht ist das, da habe ich schon irgendwie wahrscheinlich geahnt, okay, da kommt nicht viel, aber Quatsch, nein, habe ich nicht. Aber zumindest passt es, ne, dass dort jetzt nicht Live-Trading steht, weil ergibt einfach keinen Sinn. Ne. Gut, aber wie gesagt, ne, würde ich wetten müssen, würde ich sagen, nee, wir gucken erstmal unten, bevor wir oben gucken. Das, dabei bleibe ich dann erstmal schon. So, Nelson, möchtest du noch was loswerden? Du hast eigentlich alles gesagt. Wir brauchen jetzt auch die 3 Stunden seelische Vorbereitung für das Spiel nachher um 18 Uhr. Genau, vielleicht sollten wir das hier live übertragen. Das wäre natürlich auch. Ja, kannst ja dann kommentieren nochmal. Vielleicht bist du da auch eine Ja. schräge Linie. Ja, ich habe ja Magenta TV. Von daher, das würde das ja irgendwie, kriege ich das sogar noch irgendwie technisch hier auf die Reihe. In Echtzeit. Das wäre eigentlich total lustig. Ja, sehr Was? gut. Dann. Guck mal, hier steht, der Andreas schreibt, ja, der Nelson möchte noch eine Einladung loswerden. Ja, da musst du So, dich ja, aber genau, wir beeilen, gehen. Andreas. Ja, genau, Andreas, komm, lass uns die Adresse jetzt hier bekannt geben und dann laufen wir gleich alle mal eine Runde mit Ist einem Sixpack gerade bewaffnet. geändert. Ja, wir sind nach Fürth Die jetzt. Adresse oder das Büro, seid ihr alle gerade am Packen und am Wegrennen? Ich sehe ja keinen mehr. Also, ich wollte noch natürlich auch ein Dankeschön hier loswerden an Traderpuls und natürlich an Andreas, der jetzt auch mit dabei ist und natürlich an alle, die dabei waren. Vielen Dank für das Interesse, wie immer. Super besucht. Und ja, einige wünschen auch schon hier schönes Wochenende. Dem will ich mich auch anschließen. Natürlich noch hoffentlich ein schönes Spiel. Heute eigentlich 2 schöne Spiele nach dem Deutschlandspiel. Kann man sich auch anschauen. Und ja, dann wer immer passt auf die Position auf, wer heute noch traden möchte und oder muss. Und ansonsten nächstes Mal sehen wir den Dirk hier wieder. 2-0 für Deutschland lese ich gerade. Ja, schauen wir mal. Dirk, du hast das Ja, Schlusswort. sage ich Danke. auch. Bin ich auch dabei. Allein schon, weil sie es verdient haben, ein bisschen optimistisch hier rangehen. Gut, aber von meiner Seite noch abschließend nochmal natürlich auch der Hinweis: das hier ist FX Flat, das ist Stereo Trader. Wir machen das natürlich auch so ein bisschen, ne, und freuen uns also dahingehend, dass wir auch ein bisschen Rücklauf bekommen. Das heißt, FX Flat mit Sicherheit ein empfehlenswerter Broker und ich glaube, der Nelson würde dann auch sagen, Stereo Trader ist eine empfehlenswerte Software und eine, mit Sicherheit eine sinnvolle, extrem sinnvolle Ergänzung für den MetaTrader, weil mit Daumen dem nach Ding, oben. bitte? Ich sag Daumen nach oben, sage ich. Ja, ist, ich meine, es ist halt immer doof, wenn ich das sage, weil ich habe den Stereo Trader ja erfunden, geschafft und programmiert. Finde es immer besser, wenn andere das sagen, aber bei solchen Veranstaltungen darf ich dann gleich irgendwie auch darauf hinweisen, dass man sich das durchaus mal angucken kann, ne? Vor allen Dingen, weil man eben so Sachen machen kann, wie ich sie hier immer zeige, ne? Eben mit echtem Future-Volumen über ein CFD gestülpt, mit einem Money Management und so weiter, was man ja anders gar nicht, überhaupt gar nicht hinbekommt in dieser Form. Und von daher ist das, glaube ich, schon irgendwie ganz okay, wenn man da immer wieder darauf hinweisen. Ja, ich sehe schon, die Zuschaueranzahlen gehen direkt runter. Aber Leute, ne, das müsst ihr uns irgendwie erlauben und irgendwie auch nachsehen, dass wir auch ein bisschen Werbung machen dürfen. Weil alles hier kostet ja nichts. Das ist ja immer irgendwie auch Input for free und Learning for free. Und von daher ist das schon recht legitim. Ansonsten sage ich natürlich, wir sehen uns wieder am Montag um 12 Uhr, weil bis dahin ist jetzt erstmal Wochenende. Mal gucken, wie das Fußballspiel dann eben ausgeht. Und wie wir dann alle gelaunt sind, bis Montag, aber ansonsten 12 Uhr in meinem Livestream auf YouTube, wenn ihr mögt. Wir werden dann wahrscheinlich auch nächste Woche, wie es aussieht, auf Discord umstellen, weg von Facebook, das aber nur am Rande. Und da werde ich bei nächster Woche dann auch noch was dazu sagen. So, dann sage ich jetzt nochmal Dankeschön fürs Dabeisein, wie immer, fürs immer dabei sein vor allen Dingen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir hier nochmal irgendwie live mit FX Flat das Ganze auch machen und natürlich auch so oder so. In meinem YouTube-Kanal unabhängig davon und überlasse es ja gerne dem Nelson das letzte Wort. Und ich sage schon mal, ciao, ciao und viel Erfolg heute Abend. Daumen drücken. Hast jetzt den Ball doch wieder zurückgespielt. Jetzt schon Ja. alles gesagt. Gerne ein Konto bei uns eröffnen. Dirk hat es gesagt. Und natürlich dann in Verbindung mit Stereo Trader.
Seit 2017, glaube ich, arbeiten wir schon zusammen. Also ich glaube, das spricht auch für sich. Und von daher wünsche ich dir ein schönes Wochenende, schönes Spiel und bis in 1,5 Wochen hier, dann haben wir wieder, müssen wir wieder Live-Trading haben. Also bis dahin, ciao, ciao. Ciao.